Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur PHP-Programmierung. Heute geht es um rekursive Funktionen. Das letzte Mal, wo wir Funktionen behandeln, danach geht es in das Eingemachte, in mehr Web-Development-Bereich, so Sachen wie Forms und so weiter und so fort. Sozusagen das letzte Grundlagenvideo heute, wobei es eigentlich nicht mal mehr richtig zu den Grundlagen gehört, sondern eher schon zu dem fortgeschrittenen Kram. Aber ich denke, ihr könnt es in eurer Laufbahn sicher mal für irgendwas gebrauchen. Thema sind heute rekursive Funktionen. Dazu als kleiner Einstieg, wir können von einer Funktion eine andere Funktion aufrufen. Haben wir ja im Prinzip schon mal gemacht. Und zwar können wir hier, ja, haben wir noch nicht gemacht, egal. Wir können hier zum Beispiel in der Addieren-Funktion, machen wir mal die beiden Parameter raus, die brauchen wir eh nicht, und sagen hier drin, okay, ich möchte jetzt hier meine Blake-Went-Funktion aufrufen, und zwar mit Soltan. So, und was jetzt passiert ist, ich mache das natürlich nochmal weg hier. Wir rufen jetzt die Addieren-Funktion auf, Klammer, Klammer. Und was jetzt passiert ist folgendes, wir springen hier rein, Achtung, das wird jetzt wichtig, wohin wir springen und so weiter und so fort. Wir springen quasi an das obere Ende von unserer geschweiften Klammer, führen die Funktion BlakeWent aus. Und die Funktion BlakeWent ausführen bedeutet, wir springen hier rein, führen die zwei Sachen aus, sind hier, springen wieder zurück, sind hier an dem Semikolon, also fertig mit dem Statement, schauen, ah, es gibt keine weiteren Statements, also sind wir hier an der hinteren geschweiften Klammer und springen wieder zurück an unseren Addieren-Aufruf und sind dann komplett mit unserem Programm fertig. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen zwei Sprünge drin. Sehr unnötig, aber ich zeige euch gleich, warum das sehr nützlich doch sein kann. In dem Fall ist es nur ziemlich unnötig. Okay, addieren, ihr kennt es natürlich eigentlich auch mit Soltan hier einfach als Standardparameter setzen, aber naja, sei es drum. Okay, addieren, springen wir hier rein und da springen wir dann wieder hier rein, führen die zwei Sachen aus und springen wieder zurück. Gut, sieht folgendermaßen aus. Genau, Bock auf eine Quint Soltan, aber sicher doch. Okay, und was wir jetzt machen, ist, wir rufen dieselbe Funktion nochmal auf. Das ist ein bisschen anders, oder im Prinzip ist es genau dasselbe, aber es ist ein bisschen mein Fuck. Addieren von, nicht von Soltan, sondern einfach von gar nichts. Was jetzt passiert ist folgendes. Wir rufen, wenn wir addieren aus, also wir führen hier unten einmal addieren aus, springen hier rein, führen addieren aus, das heißt, wir springen in eine weitere Funktion, im Prinzip in dieselbe Funktion nochmal rein, aber ja, führen dann nochmal addieren aus, führen nochmal addieren aus, führen nochmal addieren aus und so weiter und so fort. Ihr seht, wir sind in einer Endlosschleife, das heißt, es wird unendlich mal dieses Addieren ausgeführt. Okay. Jetzt machen wir aber einen Trick. Wir sagen, okay, wir wollen das Ganze nur so und so oft mal ausgeführt haben. Das heißt, wir sagen hier $n. Und dann müssen wir hier zum Beispiel in dem ersten Aufruf müssen wir 5 übergeben. Und dann sagen wir hier, if mein $n, wenn dieses $n kleiner ist als 1, also sprich bei 0 quasi, dann gehen wir zurück. Also wir sagen, okay, wir sind fertig mit dieser Funktion. Und ansonsten, also wenn man einfach hier return und dann nichts angibt, dann wird einfach nur, ja, nichts returned, also quasi als wäre nichts da. Und ansonsten führen wir dieses addieren nochmal aus, aber wir verringern dieses $n minus um minus 1. Das heißt, wir machen es 1 kleiner. Wir gehen sozusagen immer einen Schritt näher in Richtung dieser Prüfung hier, dass eben dieses n kleiner ist als 1. So, und was dann passiert ist folgendes, ich mache hier mal noch ein Echo rein. Das Echo hier muss raus. Echo $n. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an, was hier passiert. Es steht 5, 4, 3, 2, 1 da. 0 kommt natürlich nicht mehr, denn 0 ist kleiner als 1 und dann wird ja schon returned. Okay, sehr praktisch, oder? Das heißt, wir springen hier, ich zeige es euch gerade mal auf, was passiert, wenn wir das Ganze mit 2 machen. Ich glaube, mit 2 kann man es noch nachvollziehen. Wir führen also addieren aus. Naja gut, dann führen wir wieder addieren aus. Also, wir führen als erstes mal addieren von 2 aus. Okay, wenn wir addieren von 2 ausführen, schauen wir hier drin, ist 2 kleiner als 1? Nö, ist es nicht, also überspringen wir diese if. Wir geben 2 aus. Dann führen wir wieder addieren aus, aber dieses Mal ist meine 2 plötzlich um 1 verringert, also nur noch 1. Also addieren von 1 wird ausgeführt. Gut. Wir führen addieren von 1 aus. Ist 1 kleiner als 1? Nö, ist es nicht. Also überspringen wir dieses if wieder. Wir geben 1 aus.
Und wir führen addieren mit 0 aus, weil halt 1 minus 1 0 ist. Also addieren von 0. Gut, und jetzt schauen wir, ist dieses if, ist diese 0 kleiner als 1? Ja, ist sie, also returnen wir. Okay, Vorsicht, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's erst richtig spannend. Return. So, und dieses Return, das zieht sich jetzt durch. Wir sind ja mit den anderen Aufrufen eigentlich noch nie fertig gewesen. Wir haben also hier dieses Addieren ausgeführt, aber wir sind die ganze Zeit drin stecken geblieben. Und Addieren von 0 war der letzte Aufruf. Hier sind wir jetzt zurückgekommen und wir sind quasi dann in unserem 1-Aufruf wieder. Also wir gehen gerade wieder zurück. Wir sind hier einmal bei Addieren 0 gewesen. Wir haben hier schon die 1 ausgegeben, sind aber immer noch in Addieren 1 drin. Das ist im Prinzip Addieren 1 hier. Und addieren 2 sieht folgendermaßen aus. Das ist auch eine Funktion sozusagen und die geht bis hier. Okay, wir sind jetzt also hier returned. Aus addieren 0, welches einfach nur dieses return umfasst hat. Ich versuche das gerade ein bisschen besser zu strukturieren, damit ihr versteht, was ich hier gerade mache. Ups. Okay, also addieren von 0 haben wir geschafft, da sind wir durch den Return zurückgegangen. Das heißt, hier sind wir jetzt fertig. Addieren von 0 ist fertig. Jetzt schauen wir hier hinten dran, okay, was steht in Addieren 1 noch drin? Und in Addieren 1 steht nicht mehr viel drin. Nämlich einfach nur noch fertig, weil das war ja der letzte Aufruf hier. Das heißt, wir springen wieder zurück und sind dann in Addieren 2 drin. Das heißt, das hier ist jetzt fertig. Und jetzt sind wir hier hinten, naja gut, aber hier wird auch nichts mehr ausgeführt. Und deswegen gehen wir aus Addieren 2 auch zurück und sind dann hiermit fertig. Wunderbar, oder? Gut, jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen manipulieren, indem wir einfach sagen, das Echo wird unten drunter gestellt. Und dann ist auf einmal dieses gib 2 aus, hier. Und dieses gib 1 aus, ist hier. So, und dann schauen wir uns das einfach mal an. Das heißt, es wird zuerst 1 ausgegeben und dann wird 2 ausgegeben. Okay. Ah ja, gut. Das war natürlich so nicht gedacht. Aber das HTML, das habe ich nicht mal einen Fehler bekommen. Ja, erst wird 1 ausgegeben und dann wird 2 ausgegeben. Jetzt, warum sollte ich sowas haben wollen? Naja gut, ein Anwendungsbeispiel wäre zum Beispiel die Fakultät. Fakultät ist eine mathematische Berechnungsvorschrift. Ich zeige es euch einfach mal an dem Beispiel 5 Fakultät, also 5 Ausrufezeichen wird es normalerweise geschrieben. Ist 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Okay, und was wir hier jetzt machen ist, wir sagen, wenn es kleiner ist als 2, dann geben wir aus, naja, wenn es kleiner ist als 2, dann geben wir 1 aus, einfach fest, und ansonsten geben wir in unserer Funktion return, das sollte jetzt vielleicht nicht mehr addieren heißen, sondern Fakul für Fakultät. Also ansonsten, wenn wir größer als 2 sind, naja, was wird dann ausgegeben? 5 Fakultät wird ja einfach, also da wird das hier einfach übersprungen. Und bei 5 Fakultät wird was ausgegeben? 5 mal 4 Fakultät. Und bei 4 Fakultät wird ausgegeben 4 mal 3 Fakultät. Bei 2 Fakultät wird 2 mal 1 Fakultät ausgegeben. Das heißt, was wir machen ist folgendes. Wir sagen, wir möchten gerne $n multiplizieren mit dem Ergebnis von Fakul $n minus 1. Kann man übrigens auch sehr gut lösen, also das ganze Fakultätsproblem mit einer Schleife, while oder Vorschleife. Sucht euch aus und probiert es am besten mal als Übung. Das muss man nicht unbedingt so rekursiv machen. Und was jetzt passiert, ist eben folgendes. Wir multiplizieren immer diese Zahl, wo wir gerade sind, multiplizieren wir vorne dran und berechnen Fakultät an der Stelle davor. Das heißt, 5 Fakultät ist 5 mal 4 Fakultät, 4 Fakultät ist 4 mal 3 Fakultät und so weiter und so fort. Und was wir jetzt am Ende machen ist, bei 2 Fakultät übrigens wird 2 mal 1 Fakultät berechnet und bei 1 Fakultät gehen wir hier rein und geben einfach 1 zurück, weil da geht es nicht mehr weiter. Wenn ihr diesen Abschlussfall hier nicht drin habt, dann geht es hier noch weiter, dann habt ihr ihn mal 0, dann wird sowieso alles 0, was ein bisschen doof ist. Was noch schlimmer ist, passiert folgendes. Mal minus 1, mal minus 2 und so weiter und so fort. Das geht unendlich weiter und das heißt, ihr habt niemals ein Ergebnis. Das wäre nicht so schön. Deswegen immer den Abbruchsfall bedenken. Okay, und was wir hier jetzt machen, ist einfach, wir sagen Fakul von 5. Semikolon nicht vergessen. Und den Kram raus, und dann einfach mal ausprobieren.
Okay. Fakultät von 5, ihr könnt es mal nachrechnen, sollte 120 sein, dürfte hinkommen. 4 mal 3 ist 12 und 5 mal 2 ist 10, also 120. Perfekt. Ja, und so habt ihr jetzt eine Möglichkeit gefunden, Fakultät zu berechnen. Die ist nicht wirklich kompliziert eigentlich. Und ihr könnt ja einfach sagen, okay, ich möchte meine Fakultät von 500 berechnen. Das kann natürlich ein bisschen dauern, aber irgendwann habt ihr, okay, es ist unendlich, irgendwann habt ihr hier auch mal eine Zahl als Ausgabe. Vielleicht auch unendlich, aber naja. Okay, so viel zur rekursiven Funktion. Ich glaube, die können euch in manchen Fällen durchaus noch helfen. Viele Algorithmen sind auf rekursiven Funktionen aufgebaut. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.